Hallo, ich bin klein und süß. Ich rolle davon. Hey! Ich rolle schon wieder davon. Ich muss dieses Video mit einer leider nicht ganz so guten Nachricht anfangen. Und zwar wurde eins meiner Videos gesperrt. Ich weiß ja nicht, ob es gemeldet wurde oder ob YouTube einfach so stichprobenartig sich Videos angeschaut hat und gesagt hat, oh, du redest über Essstörungen. Es handelt sich um das Video Pro Anna Tipps richtig gestellt, Part 1. Ich habe Part 2 privat geschaltet, weil ich gedacht habe, ich will jetzt nicht unbedingt noch einen zweiten Strike auf meinem Kanal haben, denn einen habe ich jetzt. Was heißt, dass ich auch zurzeit keine Livestreams machen kann. Das heißt, ich kann auf diesem Kanal keine Livestreams machen, auf meinem zweiten Kanal Lena Etze, der noch recht neu ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn dort erst ein Video oben ist. kann ich Livestreams machen, aber ich möchte alles, was... Eigentlich möchte ich alles, was mit Essstörungen und psychischen Erkrankungen zu tun hat, von dem Zweitkanal fernhalten, weil das soll wieder ein ganz anderes Projekt werden. Long story short, es ist ziemlich blöd gerade. Denn ich habe gemerkt, ihr mögt Livestreams sehr und ich habe das erst vor kurzem entdeckt, weil ich habe auch erst, um ehrlich zu sein, als YouTube-Zuschauer Livestreams erst vor kurzem entdeckt und gemerkt, hey, die sind eigentlich ganz cool. Aber ich finde es einfach doof, weil ich unter jedes meiner Videos schreibe, es besteht keinerlei Verbindung zu Pro Anna. Pro Anna ist kein Lifestyle, Pro Anna ist eine Krankheit und gehört behandelt. Ich meine, ihr seid hier richtig süß, weil viele haben mir dann auf Instagram geschrieben, oh echt, das Video wurde gesperrt, das ist eins meiner Lieblingsvideos. Und wisst ihr was, es ist auch eins meiner Lieblingsvideos, denn da steckt echt viel Arbeit drin. Ich habe jetzt Einspruch gegen die Videosperrung erhoben. Ich weiß noch nicht, was dabei rauskommt. Ich hoffe mal, das ist alles bald vorbei. Denn YouTube hat bisher nicht reagiert. Seht ihr? Eine Verwarnung. Die läuft am 3.4. ab, denn die Verwarnungen bleiben immer 3 Monate aktiv. Und dann ist das Status wieder zurückgesetzt auf hihihi und ich auf und keine Livestreams. Verdammt! Es nervt einfach. Es nervt. Ich meine, ich kann verstehen, dass man bei solchen Inhalten vorsichtig ist und lieber ein Video zu viel runternimmt als ein Video zu wenig, aber man sperrt auch nicht gleich jede Doku über Essstörungen auf YouTube und sagen wir so, ich glaube, es gibt Leute auf YouTube, die über Essstörungen sehr viel schädlicher reden als ich. Ich meine, ich weiß, ich mache Quatsch, aber ich denke, es gibt so viele Leute, die Essstörung sehr ernst angehen und natürlich, es ist eine ernste Angelegenheit, aber nicht jeder hat einen Zugang, wenn es so ernst ist. Besonders wenn, ich weiß nicht, man ein Angehöriger ist und eigentlich mit dem Thema nichts an Hut hat und nicht wirklich weiß, okay, was ist das, wie, wo, was? Und man will sich nicht durch, keine Ahnung, 2 Tonnen Dokus graben. Ich denke mir, dann sind solche Videos vielleicht ein bisschen besser, weil Humor haben alle. Humor haben viele. Nicht alle, sonst hätte mein Video keinen Strike. Egal, ich hoffe, das Ganze ist bald vorbei. Ich bin schon so gespannt, was YouTube dazu sagt. YouTube hat mich bisher überhaupt nicht dazu gefragt. Die Links zu meinen letzten Videos gibt's entweder im Eckerl-Fleckerl oder in der Videobeschreibung. Bei Esskochen habe ich eine vegane Käsesoße gemacht, von der ich begeistert war. Wirklich total begeistert. Ich habe auch gehört, jemand hat mir in die Kommentare geschrieben, man kann die Hefeflocken, aus der die vegane Käsesoße besteht, auch einfach so über Pizza streuen als Käseersatz. Und bei Hallo Bulimie haben wir über atypische Bulimie gesprochen, beziehungsweise Sportbulimie. Einfach alles, was bulimisch ist, aber atypisch. Und diese Kommis schauen wir uns jetzt an. Beginnen wir mit Esskochen. Ich könnte nicht auf Käse verzichten, auch wenn veganer Käse lecker ist. Also die Sache ist nicht beim veganen Käse, ob er lecker ist oder nicht. Es gibt leckeren veganen Käse, aber diese typische Käsekonsistenz habe ich noch bei keinem veganen Käse erlebt. Dieses Fäden ziehen und eigentlich hauptsächlich das Fäden ziehen. Wisst ihr, es fehlt mir schon ein bisschen. Ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich habe Käse immer sehr geliebt. Und ziemlich jeden Käse, Camembert und Emmentaler und auch. Doch. Oh je, da ist ein Häschen umgefallen. Das Fräulein Häschen ist umgefallen. Oh, diese Beine. Sie sind ja so süß. Vor allem Häschen legen sich nicht einfach hin, die fallen um. Was ich damit sagen wollte, also nicht mit dem Häschen, sondern mit dem Käse. Ich kann es verstehen, wenn man darauf schwer verzichten kann oder will.
anders. Man kann auf alles verzichten, wenn man darauf nicht verzichten will. Den Käse schmeckt schon tendenziell ziemlich geil, ja. Jetzt kann ich nicht schlafen, weil ich darüber nachdenken muss, warum es Mehlschwitze heißt. Zum Glück kam bald darauf eine Antwort, weil das Mehl in Butter angeschwitzt wird. Wenn man beispielsweise Zwiebeln in Fett anbrät, sagt man ja auch Anschwitzen dazu. Weißt du, ich habe, liebe Johanna, ich habe ja gedacht, man sagt deswegen Mehlschwitze dazu, weil das Mehl einfach so aufgeregt ist, dass es endlich verwendet wird, dass es anfängt zu schwitzen. So, oh, hoffentlich mache ich alles richtig, ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Oh, die will nicht, dass ich ein Kuchen werde, hoffentlich werde ich kein Kuchen. Weil Mehl sich ja spontan in Mehlspeisen verwandelt. Schau mal, ich habe hier ein Butterstäbchen. Ich habe seit Ewigkeiten Hefeflocken bei mir rumliegen, aber konnte mich irgendwie nie dazu überwinden, eine Käsesoße oder sonst was in der Richtung zu machen, weil wegen die Assoziationen, die ich dank meiner Essstörung mit Käse habe, auch wenn es veganer ist, mich immer davon abhalten. Aber wenn du das schaffst, liebe Lena, dann kann ich mich bestimmt auch mal demnächst daran wagen. Danke für die Inspiration, alles Liebe. Ebenfalls alles Liebe. Es geht ja auch nicht darum, dass man, weiß ich nicht, von einer auf den nächsten 500 Gramm Käse am Tag isst, egal ob vegan oder unvegan. Sondern dass man schrittweise einfach so sich ein bisschen an seine Ängste heranwagt. Und etwas dran macht, dran ändert, was damit tut. Ja. Und hier ist eine Dame, die mich und mein Wattestäbchen sehr ehrt. Du solltest mehr Reichweite bekommen, erstens, weil du so real bist und, oder real. Bin ich real. Und versuchst Menschen zu helfen. Und zweitens hast du einfach deinen speziellen Humor, der einfach amüsant ist. Aber nein, es bekommen ja nur die Reichweite, die für 200 Euro Arsch anpacken. Echt? Oder für 10 Euro abschminken. Okay, gut, das habe ich schon gesehen. Videos posten. Du verdienst einfach mehr Anerkennung. Liebe dich, mach weiter so, bleib stark. Tausend Dank. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir sowas bedeutet. Und ich finde es auch gut, dass, wie soll ich sagen, es geht mir ja nicht darum, dass ich 1 Million Zuschauer habe. Das, was habe ich davon, 1 Million Zuschauer zu haben, wenn nur, weiß nicht, ein Achtel davon meine Videos wirklich schaut? Und weißt du, wenn ich mir YouTube heutzutage so anschaue, ist es eigentlich ziemlich, ich finde es ein bisschen traurig, weil es geht nicht darum, dass man Content erstellt, darum geht es schon lange nicht mehr. Es geht nur darum, dass du regelmäßig irgendwas Neues hast. Und wenn du, keine Ahnung, 1 Woche nichts postet, oh, jetzt lässt er nach. Ich meine, vielleicht bin ich doch nur ein bisschen nostalgisch, aber ich habe das Gefühl, als YouTube angefangen hat und ich habe einige YouTuber wirklich seit Anfang an verfolgt, da war es einfach noch was anderes, weil da haben Leute richtig kurze Geschichten erzählt, sich richtig Mühe gegeben, aber heutzutage musst du nur, keine Ahnung, ich gehe auf die Straße und tu so, als würde ich fremde Leute küssen. Wow, 10.000 Aufrufe. Und falls es euch interessiert, ich schaue mir solche Videos nicht an. Ich schaue mir kurze Horrorfilme auf YouTube an. Es gibt so viele. Habt ihr schon mal Crypt TV gesehen? Ah, oh, schaut euch Crypt TV an. Also wenn ihr Horrorfilme mögt und wenig Schlaf. Weil die Horrorfilme haben es in sich. Wisst ihr, es wäre wahrscheinlich ein Thema für ein Video auf Lena Ads. Aber es geht mir so am Nerv, dass ich bekomme nicht viel von diesen großen, wie soll ich sagen, produziere viel, aber mit so wenig Inhalt, wie es geht, YouTuber mit. Aber wenn ich mal mir was anschaue, ich das Gefühl, es ist so hohl, weil es ist genau dasselbe Video mit, keine Ahnung, anderen Leuten zu einer anderen Zeit, an einem anderen Ort, aber es ist der gleiche Inhalt. Mein Video geschrieben hast, hey, kann ich mich für 10 Euro schminken? Wow. Weil vielleicht bin ich da auch nur ein bisschen sehr zynisch. Oder vielleicht verstehe ich auch einfach keinen Spaß. Es ist ja interessant, wenn man sich diese Videos rein vom Visuellen ansieht, von der Technik her und wie sie gedreht sind, wie alles aussieht. Es sieht schön aus. Es sind pralle Farben, es sind schöne Einstellungen, meistens. Und so, wie soll man sagen, technisch gesehen ist es cool, aber vom Inhalt her ist es so, als würdest du 10 Minuten deine Wand anstarren. Du weißt nachher genauso viel wie vorher. Ich finde es einfach schade, dass die Leute wohl glauben, YouTube-Zuschauer sind anspruchslos, weil ich glaube nicht, dass sie anspruchslos sind. Ja, aber wie dem auch sei, jetzt habe ich lang genug gemeckert, gehen wir über zu Halle Bulimie. Livestream um 18 Uhr auf deinem Zweitkanal, das nennt man Schleichwerbung. Ja, das war Schleichwerbung. Aber ich habe gedacht, die Leute, die es mitbekommen, die kommen sich dann sehr exklusiv vor, so, ah, ich habe es gesehen und ich war dabei. War eigentlich einer von euch dabei, der das vorher im Video gesehen hat?
Ich habe eine typische Bulimie und finde, dass auch die atypische Bulimie genau gleich schlimm ist und einen gleich fest zerstört. Genau so ist es. Der letzte Kommentar in diesem Video ist ein sehr schöner, deswegen habe ich ihn noch reingenommen. Und der bezieht sich dann eigentlich auf das, was du da gesagt hast, weil wenn man selbst einen Leidensdruck verspürt, dann ist es ernst zu nehmen und da muss man nicht erst warten, bis man ein BMI von 15 hat oder die anfängt Blut zu kotzen. Wenn es einem schlecht geht, dann darf man sich Hilfe holen. Und vielleicht sucht man dann auch eine Weile, bis man jemanden findet, der ihn wirklich ernst nimmt. Aber wenn man Hilfe braucht, dann nimmt man sich Hilfe. F509 ist doof. Niemand glaubt einen, weder Freunde noch Familie, und einen Therapieplatz bekommt man auch nicht sofort. 4 Monate Wartezeit schaffen sie, so schlimm ist es ja nicht. Und gute Besserung, Lena. Danke, in meinem letzten Video war ich ein bisschen verkühlt. Entschuldigung. Oh, und der Antwortkommentar war auch heftig. Ist wirklich so, ich musste für die... Für die Mist. Ich habe 5 Monate warten, obwohl ich mich zum Beispiel jeden Tag 20 Mal erbrochen habe, weil ich eben nur eine BMI von 17 hatte. Autsch. Ich glaube, manchen Leuten ist gar nicht bewusst, was sie bei einer essgestörten Person auslösen, wenn sie sagt, hey, sie sind nicht krank genug. Oder kommen sie wieder, wenn sie abgemagert sind. Das habe ich ja auch schon erlebt. Also. Und wisst ihr was, ich denke ja schon länger über dieses Thema nach, weil es schreiben mir so unglaublich viele Leute, dass sie das Gefühl haben, es geht ihnen nicht schlecht genug, dass sie sich Hilfe holen. Und wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, in manchen Fällen könnte es auch einfach die Essstörung sein, die einem das einredet, weil sie sich selbst einfach am Leben erhalten will. So, hey, dir geht's nicht schlecht genug, dir geht's ja schlecht, wenn, keine Ahnung, du ein BMI von unter 20 hast, du ein BMI von unter 19 hast. Nein, wenn du, keine Ahnung, 50 Mal am Tag kotzt und du kotzt jetzt nur 49 Mal. Wo ist mein Wattestäbchen? Ich find's gut, dass du nochmal konkret auf die Problematiken und Folgen eingehst, vor allem in Bezug auf den niedrigen Körperfettanteil, weil das ja eben tatsächlich immer als eher positiv von der Gesellschaft wahrgenommen wird, trotz gesundheitlicher Folgen. Es ist unglaublich, in was für einer Zeit wir leben. Es ist irgendwie alles sehr extrem. Kommt mir so vor. Alles sehr auf Leistung, und wer keinen Stress hat, der macht irgendwas falsch. Und man kann sich ja nicht einfach mal entspannen. Nein, man muss sich das verdienen, sich zu entspannen. Und nun zum letzten Kommentar, der mir sehr gut gefallen hat. Meine Meinung ist, sobald ein Leidensdruck besteht, der das eigene Leben einschränkt, hat man immer verdient, sich Hilfe zu holen. Was der Arzt dann daraus macht, ist weder unsere Schuld noch wichtig für die Ernsthaftigkeit unseres Hilfsbedarfs. So schön ausgedrückt. Ist der Mensch an sich nicht sowieso schon eine atypische Lebensform, weil er so komische Dinge macht wie nicht energieeffizient leben, work, work, work und 5 Stunden schlafen? Oder selbstzerstörerisch handeln. Fazit, wir sind alle nicht alleine, sondern gleich normal und normal. PS, außerdem bin ich der Meinung, die Gesellschaft sollte wieder den 3-monatigen Winterschlaf einführen. Ich bin dabei. Hey, kann ich dann bei euch schlafen? Und dann ist wieder alles voller Heu und voller Streu. Ihr seid solche Schweinis, wisst ihr das? Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Ideen habt, dann lasst sie mir da. Ich habe vor kurzem eine Patreon-Seite gegründet, auf der ihr mich unterstützen könnt, weil, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, ich habe mir einen Job an den Nagel gehängt, um YouTube zu machen, weil ich wahnsinnig bin. Yeah, und ihr könnt mit mir zusammen wahnsinnig sein. Das klang ungewollt dreckig. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt. Klingt so, als könnte man Teile von mir kaufen. Ich nehme den Finger. Ich hätte gern den Fuß. Gibt es die Zunge noch? Nein. Okay, bis dahin. Passt auf euch auf. Ich passe auf mich auf. Cooler Abschiedsgruß. Energisch.